Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen Freitag. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und freut euch jetzt genauso wie ich auf ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr macht ein paar nette Dinge. Ihr macht ein paar nette Dinge. Entweder mit anderen Menschen oder auch alleine. Das spielt keine Rolle. Sei es ein Videospiel spielen oder vielleicht ein paar Bausteine bauen. Irgendwas Nettes findet sich doch finden, oder? Wochenende soll ja nicht ganz so schön sein vom Wetter her. Ich darf nachher noch ein bisschen was für einen Garten organisieren, aber dafür hat man es dann nächstes Jahr wieder nett. Boah, unser Rasen, hört auf, ey. Da ist mehr, das ist kein Rasen mehr, das ist nur noch ein Unkrautbeet, ein etwas größeres Unkrautbeet, ne? Mit irgendwelchen, ne? Irgendwelchem Zeug drin, was da nicht reingehört, ne? Ich weiß, jetzt werden wieder die Blumenfreunde unter uns sagen, ja, wer entscheidet denn, was Unkraut ist und was nicht? Ich entscheide das. Ich entscheide das, was da nicht reingehört. Was ich da nicht haben möchte. No? Genau. Wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben Zuwachs bekommen auf unserem schönen, hier hinten, auf unserem Stream-Sofa sozusagen. Und zwar, wir haben Zuwachs bekommen. Ich zeige ihn mal. Ich habe noch keinen Namen dafür. Ein nettes, kleines, plüschig irgendwas. Und hat sogar ein Spielfeature. Seht ihr es? Da. Genau. Das wäre doch mal eine ganz coole Idee. Ihr sucht mal ganz entspannt einen Namen dafür raus. Ihr sucht mal ganz entspannt einen Namen dafür raus. Ne, weil jeder braucht einen Namen, damit man weiß, ne? Guck mal hier, so. Ne? Ich finde ihn cool, der war bei meinem Mikrofon dabei, bei meinem neuen. So, legen wir ihn mal auf Seite, bis wir einen Namen dafür haben, ne? Kleiner, denkst du auch, ne? Boah. Er stimmt mir zu. So, legen wir ihn erstmal darüber, ganz lieblos. So, ich habe ein neues Mikrofon bekommen. Oder ich habe mir eins bestellt. Es wird das hier nicht ersetzen, sondern es wird es ergänzen. Ne? Weil er ist immer noch hier King of the Ring. Ne? Und ja, ihr wisst ja, ich habe einen neuen PC. Einen zusätzlichen Streaming-PC. Ihr wisst, ich habe ja hier aktuell ein 2-PC-Setup. Ich habe einen Gaming-PC, wo die Spiele drauf laufen. Ich habe einen Streaming-PC, der nur das Signal mit OBS ins Internet bringt und natürlich hier PlayStation und sowas alles darüber gecaptured wird. Soweit, so gut. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ihr wisst ja, ihr kennt meine Baustreams, wenn ich mal irgendwie Lego oder Blue Bricks oder Kobi oder Sluban oder was auch immer, wenn ich was baue, ne? Das mache ich im Regelfall ja hier an diesem Platz. Ne? Hab ja hier auch eine Kamera hier oben, nochmal eine zusätzliche, die seht ihr jetzt nicht, ne? Die, ah doch, ihr müsstet sie eventuell sehen können. Ne, die ist außerhalb des Bildes, weil ich gezoomt habe. Okay. Ja, also das heißt, normalerweise ist das hier ja mein Wirkungsbereich. Ne, ich habe hier mein kleines Mischpult stehen, ich habe hier meine GoPro stehen, ich habe hier meine Kamera, meine andere Kamera und noch was weiß ich nicht für ein Zeugs. Drei Tastaturen hier auf dem Tisch liegen, großes Stream Deck und was weiß ich nicht. So, aber ich brauche noch einen Computer. Hat ganz einfach den Hintergrund. Ich möchte auch mal größere Sachen machen. Ich möchte auch mal ein 6000-Teile-Set mit euch bauen. Moment. Fast was runtergefallen vom Tisch. Ich möchte auch mal ein 6000-Teile-Set mit euch bauen oder so, ne? Das Problem ist, das kann ich an diesem Tisch nicht. Wenn ich so ein Blue Brick Special habe, so eine USS Nimitz, also so ein riesen Flugzeugträger mit 1,10 Meter Länge oder so ein Sternzerstörer mit 1,20 Meter Länge, das kann ich hier nicht bauen. Das funktioniert nicht. Dafür ist der Platz hier nicht da und der Tisch ist dafür nicht ausgelegt. Das heißt, das müssten wir natürlich unten im Wohnzimmer haben wir einen großen Esstisch stehen, den man auch noch ausziehen kann. Also quasi ein Striptease-Table. Also ein Ausziehtisch. Ne? Da würde ich es dann bauen wollen, was ich ja bisher auch gemacht habe. Ihr wisst ja, den großen Kampfstern Galaktiker, den ich euch noch nicht zeigen konnte, weil ich kriege ihn hier nicht hin. Ich kann den hier nicht hinkriegen. Ne? Den habe ich mir dann natürlich alles unten gebaut. Oder das sind Jago Gardens. Ne? Das seht ihr jetzt auch nicht, das steht hier so. Ne? Und das kann ich euch leider nicht zeigen und auch nicht bauen mit euch zusammen, weil ich den Platz nicht habe. Und das kann ich alles nur unten machen. So, jetzt habe ich natürlich die Idee gehabt. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier den PC jedes Mal aus dem Setup rauszurupfen und dann hoffen, dass ich ihn wieder richtig angeschlossen kriege und dann sich nichts an Einstellung verdüdelt und was weiß ich nicht. Ja. Oder ich lasse meine Frau einfach einen neuen Computer bauen. Deswegen waren wir ja letzten Sonntag dabei auf ihrem Kanal. Ihr wart ja alle dabei. Vielen Dank dafür. Ich fand das super. Hat richtig Spaß gemacht. Weil meine Frau durfte nämlich arbeiten und ich habe nur blum Zeug geschwätzt, ne? Anders als in meinen Streams. Aber da war ich ja nur Gast, da darf ich halt Blödsinn labern, ne? Genau, da haben wir ja einen neuen Computer gebaut.
und den meine Frau auch super konfiguriert hat. Er funktioniert reibungslos. Ich habe ihn auch gestern mal ausprobiert. Ich habe gestern mal schon das OBS. Das Coole ist wirklich, an Streamlabs OBS hat bei mir wieder einen ganz großen Pluspunkt bekommen. Das Streamlabs OBS hat bei mir einen ganz, ganz großen Pluspunkt bekommen, nämlich ich brauchte das nicht komplett neu aufsetzen auf dem Rechner. Ich habe mich einfach bei Streamlabs, ich habe Streamlabs runtergeladen, habe mich an meinem Account angemeldet. Dann hat er das ganze Profil komplett einmal runtergespiegelt aus der Cloud auf den Rechner, auf den Streaming-PC. Und ich mache ein bisschen heller, oder? Sie haben ja, wir haben einen wunderschönen grauen Morgen, ne? In einem hellen, freundlichen Grau. Also er hat dann alle Einstellungen von Streamlabs OBS hat er dann runtergespiegelt. Was richtig cool ist, dass die technischen Einstellungen, sprich Bitrate, Kompression, was auch immer, Settings, ne, lalalala, das kann man PC individuell einstellen, tatsächlich, das geht. Auch wenn das hochspiegelt in die Cloud. Aber die Overlays habe ich alle unten gehabt. Das heißt, die Overlays habe ich alle da gehabt. Das heißt, ich bin dann hingegangen, habe quasi das ganze Overlay-Setup, du kannst hier verschiedene Overlays anlegen, und habe das Overlay, ein aktuelles, habe ich einmal kopiert auf einen neuen Namen und habe dann angefangen, dieses neue Overlay anzupassen. Das heißt, ich musste ja mein Mischpult rausschmeißen, mein Sound-Setup und so muss alles weg, meine Kameras müssen raus, ne, weil die habe ich ja unten nicht dann. So, und dafür, jetzt kommen wir zu dem Ding wegen unserem kleinen Plüschi da hinten. Ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Und zwar wollte ich ja eins haben, was ich nicht mehr so nah am Mund haben muss. Ich finde es gut, wenn es so nah am Mund ist, wenn man spielt oder dergleichen. Oder wenn man einfach nur plaudert. Denn du nimmst keine Umgebungsgeräusche mit. Das ist so. Ich kann jetzt hier ganz freimütig kann ich hier tippen. Und ihr hört es. Ihr hört es eigentlich so gut wie gar nicht, wenn überhaupt. Na? Und das ist für mich immer ein Vorteil von so einem dynamischen Mikrofon, wo man ziemlich nah ran muss. Wenn ich den Kopf wegdrehe, dann hört ihr mich quasi gar nicht mehr. Ne? Also finde ich an sich ganz gut. Das heißt, wir sind fokussiert auf uns, es passt. Bei so einem Blue Yeti habe ich jetzt, ich habe einen Blue Yeti X mir gekauft. Ich habe mit World of Warcraft nichts am Hut, aber ich fand es einfach cool in der WoW Edition. Das heißt, es ist so mit goldenen Applikationen, Laser graviert und da war halt auch in dem Bundle war halt auch dieser Plüschi dabei. Ne? Und ja, das ist es jetzt geworden. Es ist ein USB-Mikrofon. Das hier ist ja ein XLR-Mikrofon. Also heißt vom Anschluss her. Ne? Und ja, jetzt habe ich dann gestern ein bisschen rumgespielt. Ne? So mit Rauschunterdrückung hier und da, weil Hintergrundrauschen wird natürlich alles mit aufgenommen. Das heißt, wenn der Rechner im Hintergrund rödelt, hört man das. Übers Mikrofon. Was natürlich ja nicht ganz so günstig ist, ne? So, aber der Vorteil ist ja auch tatsächlich, ich kann ja dann mich komplett auf meinem Tisch ausbreiten und das Mikrofon stört nicht. Ich habe dann auch Kopfhörer, gucke ich auch noch, ob ich mir noch ein paar Schnurlose besorge. Die Teufel hier sind astrein. Ich liebe diese Kopfhörer, aber ich habe hier halt immer noch ein Kabel dran. Ne? Geht auch nicht anders, weil mein Mischpult hier aktuell natürlich auch nur eine Klinke hat als zum Monitoren. Ist halt so. Deswegen habe ich mir dann, wie gesagt, ein neues Mikrofon besorgt. Aus Lego. Lego habe ich gar nichts mehr hier. Aktuell wüsste ich von Lego selber, also von der Firma Lego selber, auch nichts, was ich aktuell bauen wollen würde. Ich denke mal, ich würde mal was bauen von Bluebricks oder so, aber ich muss jetzt ein bisschen haushalten mit den Sets. Hat einfach den Hintergrund, ich weiß nicht, wo ich die noch hinstellen soll. Ne? So, aber ansonsten, hi, schön, dass du da übrigens da bist. Hallo, hast schon wieder frei, wa? Immer die Leute, die so frei haben am Freitag. Ne? Also, und deswegen habe ich mir jetzt halt einen neuen Computer bauen lassen von meiner Frau. Der steht aktuell im Wohnzimmer. Und da habe ich dann ein bisschen schon mal rumgedoktert. Ach, war das schlimm. Dann gucke ich meine Frau so an. Ich sage, weißt du, was wir vergessen haben? Sagt sie, was denn? Ich sage, wir haben gar keinen Monitor. Aber wir hatten im Keller noch einen ganz alten Mistding da. Der kann nicht mal Full HD, ist aber egal. Ich muss ja nur mein OBS dann zeigen. Bausteine dann halt. Hey, Inkt. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. So wie du, was? So wie ich, was?
Achso, ich? Ja, ich habe ja frei. Ja, stimmt. Heute ist ja mein Freitag, also mit Bindestrich geschrieben. Hm. Ja? Ich habe ja sowieso, ich habe ja jetzt, es ist so schön, ich kann es jedem empfehlen, macht es. Wenn ihr euch es leisten könnt monetär, das heißt, wenn ihr nicht so knallhart im Monat knapp seid, geht in Teilzeit, wenn ihr es könnt. Es ist so eine Erhöhung der Lebensqualität. Ich sag's euch. Ich freue mich so extrem also dienstags ist schon mein Bergfest. Das ist total cool. Ne? Wenn ihr dafür nicht so knallhart kalkuliert habt im Monat mit eurem Geld, dass es gehen würde, macht es. Ihr gewinnt so viel Lebenszeit und so viel Lebensqualität. Ne? Ich finde das super. Ich mache jetzt hier einen schönen kleinen Stream, dann gehe ich nachher ein bisschen was für einen Garten besorgen. Das heißt, ich muss einen Vertikutierer besorgen, von meinem Schwiegervater ein bisschen Mutterboden besorgen, damit unser lieber netter Nachbar, der ein paar Straßen weiter wohnt, dass der bei uns, der pflegt unseren Garten halt. Ne? Der macht sowieso bei der Nachbarin, die ist schon, ich glaube, 80, 90 oder was, pflegt er den Garten, dann macht das bei uns direkt mit und das ist eigentlich ganz cool. Ja, für eine Tasse Kaffee, sozusagen. Das finde ich nett. Ja, das ist halt noch auf dem Ding so. Och nee, arbeiten ist super, aber nur wenn man... Was ist denn das? Ach, das ist eine Rakete. Aber nur wenn du die Arbeit auch magst. Ne? Man sollte schon eine Tätigkeit dann machen, die man mag. Ich war bisher, ich sag mal, ich arbeite jetzt 20 Jahre. Ich habe über 20 Jahre jetzt Arbeitsleben hinter mir schon. Und ich muss sagen, bisher war ich immer nur hier auf Pinke-Pinke aus, auf Kohle. Mir war es schon mal scheißegal, was ich gearbeitet habe. Hauptsache die Kohle stimmt. Ne? Und da ändert sich gerade so ein bisschen meine Einstellung. Ah, ist das schön. Aber auf jeden Fall, ich mag meine. Ja, das ist doch super. Ja, wenn man seine Arbeit mag, ist ja auch alles in Ordnung. Aber trotzdem... Ihr wisst doch alle in eurer Freizeit, gerade die Kinder haben. Thomas, du hast Kinder. Du wärst doch lieben gerne zu Hause mit den Kindern im Garten, wenn schönes Wetter ist, ne? Würstchen auf dem Grill, Füße hoch und mit den Kindern Blödsinn machen. Ich weiß doch. Ist doch auch cool. Ja, na, ich stelle mir da halt was anderes vor. Aber ich bin auch eigentlich, ich habe mal so für mich, erkannt, dass ich eigentlich nicht zum Angestellten tauge. Ich tauge nicht zum Angestellten, weil ich mir ungern was sagen lasse. Und ich auch in irgendwelchen... Und ich auch eigentlich auch gar kein Teamplayer bin. Und aus dem Grunde passe ich eigentlich nicht in ein reguläres Angestelltenverhältnis. Das ist halt schwierig. Aber lasst uns über was Lustiges sprechen. So, also was ich sagen wollte. Wir müssen uns auf jeden Fall für den Neuzuwachs auf unserer Streamer-Couch, auf ihn hier, dafür müssen wir uns mal einen schönen Namen überlegen. Ah, scheiße, mein Mikrofon. Mein Kopfhörer. Ich sag doch, Kabel. Das ist unser neuer Neuzugang auf unserem Streamer-Sofa da hinten. Gab's bei meinem Mikrofon dabei. Und er hat sogar ein Action-Feature. Guck mal. Da. Ist das geil? Ich find's super. Zack. So, und für den süßen Knaben hier brauchen wir noch einen Namen. Könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen. So, also ich habe einen neuen Streaming-PC. AdBlue. Soll ich ihn AdBlue nennen? Aber dann mit E geschrieben. Ad. Wie Eddie, ne? Wie Edward. AdBlue. Das ist ein cooler Name, Thomas. Ich werd mal diskutieren. Also, ich habe einen neuen Computer. Das bedeutet, ihr werdet demnächst auch Streams auch mal aus einer anderen Ecke dieses Hauses sehen. Vielleicht, wenn mal wieder die Motorradsaison losgeht, dann mache ich es vielleicht auch mal aus der Garage, wenn ich mal wieder irgendwas am Moped mache oder sowas. Ne? Einfach mal so euch da mitnehmen. Ne? So. Und jetzt, wir wollen noch ein bisschen spielen, ne? Ja, das machen wir. So. Ich starte schon mal das Spiel. So, dann gehen wir mal rüber. AdBlue, das finde ich super. Was ist denn hier los? Start bitte. Oder AdBlue. Ja, du bist ja wieder clever. So. Okidoki. Here I am. So, wo ist mein Controletti? Da ist er. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwo drauf gedrückt.
So, jetzt nehmen wir noch einen Schluck Wasser. Und wünsche euch Prost. Oh, ich stoße hier überall gegen, ey. Kennt ihr solche Tage, wo ihr einfach so dicke Finger habt? Boah, was kommt denn da für einer? Nochmal Nase putzen? So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hopp. Und jetzt lasst uns ein bisschen hopsen mit dem kleinen Hopp hier. Ich muss natürlich wieder ein wenig... Okay, das ist der hier. Da kann ich Dings. Okay, hier prügel ich mich. Sehr schön. Okay, hier ist Strom drauf. Da ist Strom drauf. Ah, stimmt, wir sind mit der... Ah, hier sind wir. Ah, die machen wir erstmal kaputt hier, ne? So. Weg mit dir, mein Freund. So. Ciao. Ah, da ist ja noch was. Das sammeln wir natürlich ein. Jetzt müssen wir nur gucken. Scheiße. Die Gegner sind gespawnt. Wow, weg hier. Ich muss mir angewöhnen, wegzulaufen, weil die... So. Tschüss. Ah, hier ist schon wieder mein Käfer. Und tschüss. Muss wieder was tun, bis später. Ja, Thomas, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, ist das toll hier. Here I am. Okay, hier ist noch so ein komisches Dingen. Ja, wir müssen wahrscheinlich mit dem Krabbler müssen wir da hin. Ich guck hier nochmal rein. Haben wir hier noch irgendwas oder haben wir das schon abgelootet? Naja, das haben wir schon abgelootet. Ah, ist das toll. So, Dele, auf geht er. Und heute Abend spielen wir selbstverständlich Deathloop, ne? Ihr wisst Bescheid, ab 19 Uhr. Deathloop. Ein Colt für alle Fälle sozusagen. Alter, was ist denn das für einer? Schildi. Weg mit dir. Ciao. Ha. Erwischt. Komm, versuch's nochmal. Der kommt da nicht mehr raus. Festgeglitscht. Ah, Safe Point. Hier ist alles hier Glibber. Was haben wir hier oben? Ach, ich finde dieses Spiel echt süß. Eier und Kena, ne? Habt ihr ja auch hoffentlich schön mitbekommen. Spiele ich ja jetzt immer mittwochs. Kena, Bridge of Spirits. Ein geiles Spiel. Ein wunderschönes Spiel zum Entspannen. Ich liebe es quasi. So.
Also. Hui! Was ist das hier? Was? Okay, jetzt sind wir hier. Ah, hier gibt's wieder was. Hier gibt es Loot. X ist immer auf dem Xbox-Controller was anderes als auf dem PlayStation-Controller. Ah, einmal durchspülen hier. Oh je, wir schwimmen. Ah, hier ist ein Leiterchen. Sehr gut. Hier ist nix. Dann gehen wir mal hier übers Loch. Nein! Oh. Ich bin ein Depp. Ich bin aber sowas von ein Depp. So, was haben wir hier? Ah, warte mal, hier vorne war ein Schalter. Sollen wir mal eben den Schalter drücken? Dann drücken wir mal den Schalter. Ups. Ah, wir haben die Abkürzung freigeschaltet. Ein Träumchen. So. Kommt man hier über... Ah, hier kommt man auch über die Rohre. Kann man locker flockig hier einmal hüpfen. Hopsen. Hopsen quasi. Na. Da ist nix. Hier geht's weiter. Ich merke schon, ich werde gleich hier runterstürzen, weil ich so ein Vollpfosten bin. Okay. Ah. Interessant. Was haben wir denn hier? Bäh, wieder dieser lila Glibber. Bäh, ist ja widerlich. Geht weg. Na? Save Point. Whoa! Ja, und jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Wie das so meine Art ist, ne? Ich weiß nie, was ich tun soll. Ah, das ist er. Ah, jetzt können wir da runter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack, rein damit. Yeah, einmal bereinigen alles.
Das ist auch so ein kleiner Gnom. Hey, komm her, du kleiner Knuddeli. Ich nehme dich mit. Bei mir wirst du es gut haben. Ach, hier sind wir jetzt, okay. Ah, da, ich komme. Der will, dass ich ihm folge. Wo ist er denn? Ich suche dich. Wo bist du denn? Jetzt die Frage, wo hat er sich versteckt? Wo ist er? Warte mal, Map. Ich habe keine Map. Sehe ich ihn irgendwo? Da oben ist noch ein Freund. Ich laufe hier mal rum, weil ich gar nicht weiß, wo der Knabe sich jetzt versteckt hat, der kleine Süße. Wo sehe ich die Karte? Okay, dann werde ich wohl zurücklaufen müssen. Eventuell habe ich dann dort was. Superheldenlandung. Wo bist du? Da ist er. Ah, ein Lift. So, mal eben ein Schlückchen nehmen. Prost. Ich muss mehr trinken. So, wo hat er sich versteckt? Ein bisschen hier. Sehr schön, ein bisschen Lebensenergie auffüllen. So. Ah, da müssen wir jetzt hin. Okay, da sind wir, also müssen wir zurück. Okay. Das machen wir doch. Aber vorher... Guck mal da drauf. Jo. Ah, okay, ich kann mich nicht beamen. Ich kann mich nicht beamen! Oh nee, da ist ein Fisch. Da will ich nicht. Wie komme ich denn jetzt am idealsten dahin? Ich könnte rechts rumgehen. Ne, ich kann auch links rum. Links rum geht das auch. Ah. Kann man hier irgendwas machen? Ah, stimmt, hier war das so. Jetzt dreht sich der weg. So.
Hier dürfte ich jetzt richtig sein. Genau, und dann gehe ich hier rüber. Wah! Lass mich in Ruhe, ihr Penner! Genau. Hier ist mein Ziel. Oh je, das ist ein großer Strudel, ein Abfluss. Jetzt werde ich hier übers Rohr gepumpt, okay. Wo komme ich denn hier raus? Ah. Einmal durchgepustet. Einmal im Schonwaschgang. Ah, das ist ein Freund. Ich wollte gerade sagen. Lass mich doch dein Freund sein. Was willst du? Alles klar. Ah, hier vorne war doch was. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, aber dann muss doch auch hier diese Art Motte oder was sein, ne? Ja, das hier, ne? Da fehlt jetzt nur so ein Energieblock. Na, wir aktivieren mal eben den Save Point hier. So. Dann suchen wir mal diesen Energieblock. Weil den muss es hier ja auch geben. Da ist Ende. Ach, geht schneller so. Okay. Ja gut. Aber hier kommen wir doch gar nicht hin. Hier waren wir doch schon mal. Safe Point. Okay, dann kraxeln wir mal hier rauf. Ach, da geht's weiter. Okay. Zup. Einmal ranmagnetisieren. Okay. Also ein Magnet könnte man auch gebrauchen, ne? So für einen Hausgebrauch so. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Hier kommt man nicht ran. Ah, okay. Hier wird man auch gebeamt. So, dann suchen wir uns doch mal jetzt hier dieses Ding da. Wie kommen wir dahin? Wir versuchen erstmal hier hinten hinzukommen. Ich finde nämlich... Nein! Oh. Alles klar. So, dann gucken wir nochmal. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich will hier so einen Klotz haben. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Nüscht. Ja, ich versuche jetzt mal dahin zu gehen.
Nee, wir müssen hier runter. Ah, hier kommen wir runter. Guck mal, jetzt alles beleuchtet. Wird uns der Weg ein wenig angezeichnet. Ja, guck mal. Ah, ich denke, wir müssen da hoch. Genau. Oh, guckt euch das mal an. So, jetzt haben wir da einen neuen Punkt. Ja, ich verstehe. Dadurch, dass wir jetzt die... jetzt kommen wir weiter, dadurch, dass wir die Umgebung geändert haben, ne? Ja. Ciao. Scheiße. Safe point. Warum konnte ich nicht weg? Der ist nicht weiter weggesprungen. Aber zumindest habe ich einen Save Point. So, und kaputt mache ich sie jetzt trotzdem nochmal. Komm. Yeah. So, und jetzt bist du dran, mein Großer. Wie kriege ich den denn kaputt? Wow. Alter. Komm her. Den kann ich nicht kaputt machen. Sauerei. Finden wir hier oben noch was? Ah, da oben ist auch was. So, hier gibt's was. Leben. Lebensenergie. Wir brauchen sie. Wo will der denn hin? Den kann ich nicht kaputt machen. Voll schlimm. Okay. Na gut, dann marschieren wir mal hier runter. Wir müssen ja eh hier... Ah nee, wir müssen da vorne links abbiegen. Ah. I understand. Thank you.
Mahlzeit. So. Knöpfe drücken. Ah, wir haben Wasser aufgefüllt und jetzt kommen wir, fluten wir hier alles. Okay. Und dafür mussten wir quasi Untergrund gehen. So, jetzt müssen wir da hinten irgendwie hin. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Da sind wir schon überall durch hier. Bom, 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 bom. Wie kann man zoomen nochmal? So, guckt euch das an. Da sind wir überall durchmarschiert. Okay. Das heißt, jetzt werden wir gucken, dass wir uns da hinten mal... Wie kommen wir denn da durch? Ah, da wird es vielleicht gehen. Wir versuchen es. Wir versuchen, ob wir hier durchkommen. Okay, es sieht nicht so aus. Wie war das nochmal? So? Nee. Doch, so. Hammer. Aber jetzt können wir eine Runde... Ah, guck mal, wir können schwimmen jetzt. Jetzt können wir über das Grünzeug hinwegschwimmen. Sehr schön. Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier rum. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. Ernsthaft? Hey! Weg mit dir, Mistkerl. Alle wollen sie mich nur kaputt machen. So. Guck mal, da drüben gibt es was zum Einsammeln. Das ist wichtig zu wissen. Jetzt marschieren wir mal hier unten lang. So, kommt her. Ich hab genug für euch alle. Okay, da ist der nächste Knopf, so wie es aussieht. Ciao. Dann gehen wir mal darüber. Guck mal hier, die verstecken sich im hohen Gras, die Schweine. So, die Schlingel. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Oh, eine große Schildkröte. Hallöchen. Und hinauf. Lass meinen Schmetterling in Ruhe. Oh. Flups. Nehmen wir ihn mit. Da soll auch noch einer sein. Sollen wir nochmal gucken gehen? Lass mich doch dein Freund sein. Aber vielleicht kommen wir da auch erst hin, wenn wir hier oben raufkommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Wasserspiegel nochmal ein bisschen anheben müssen. Da ist auch noch einer. Ja, da kommen wir aber so, glaube ich, erstmal. Oder? Kommen wir da hin? Hier ist auch wieder so ein Durchlass. Nee, da kommen wir nicht hin.
Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal den Wasserspiegel nochmal anheben. Und dann sollte das funktionieren. So. Wow! Schmeißt er einfach seine Axt auf mich. Obwohl, wir können hier auch rüberspringen. So. Tschüssikowski. Ah, guck mal, hier kommen wir sogar so ran. Schön. Guck mal, alles abgelootet. Ist doch super. Ja, hier hinten ist noch ein bisschen was. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie wir da hinkommen. Aber wir müssen sowieso noch mal in die Richtung. Das heißt, guck mal, da sind noch hier Teile, da sind Teile. Die müssen wir alle noch mitnehmen. Sonst funktioniert das nicht. Ich will das nämlich alles haben. So, aber erstmal gehen wir jetzt hier zu diesem Dings hier wieder hin. Erstmal marschieren wir hier zu dem nächsten Ziel hin. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie einen Hebel betätigen oder sowas. Irgendwie so. Kommen wir da oben auch noch hin? Guck mal, da ist sogar was zum Klettern. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Ah! Da haben wir auch noch einen gefunden. Holen wir uns noch so einen Arc-Reaktor, ne? Sehr schön. Was ist das? War das nur ein Aussichtspunkt? Ach, was habe ich denn da im Auge? So. Hui, da falle ich runter. So, aber wir wollen ja nicht runterfallen, wir wollen ja kontrolliert absteigen. So, wie so mancher Fußballverein. Na, warte. Was fällt euch ein? Oh, oh, da sind böse. Böse Ärmchen. So, jetzt müssen wir hier einfach irgendwie runter. Aha. Alle erledigt. Obacht, alle tot. Knopf drücken. Wasser durchlassen. Ah, ich verstehe. Wir mussten erst im Keller die Maschinerie in Gang setzen, dass die Pumpen arbeiten. Okay, jetzt da unten. Ja, aber jetzt können wir ja wieder schwimmen. Komme ich auch nicht hoch. Was ist denn da los? Aber wir werden bestimmt gleich hinkommen. Da kommen wir bestimmt gleich hin mit ein bisschen Jump-and-Run-Action. Da kommen wir hoch. Hä, wie mies ist das denn? Ich komme aus dem Wasser und die schlagen mich.
So. Lass mich in Ruhe. Da ist doch bestimmt eine Abkürzung hier. Oh, eine Schildi. Genau, hier haben wir jetzt eine Abkürzung. Sehr schön. Das heißt, wir kommen wieder auf trockenem Fuße wieder zurück. Jo, das ist sehr gut. Ach, hier hätte ich auch schon hochgehen können. Aber macht nichts. Gehen wir halt hier lang. So, aber das mit AdBlue gefällt mir gut. Uaha! Geh weg! Stoß zu! Danke sehr. Safe Point. Boah, den habe ich nicht gesehen. So, jetzt habe ich. Aber er hat mich jetzt gesehen. Wow. Bin ich aber schnell Schrott gewesen. Ja, ich habe Feuer gemacht, ist klar. Ich komme wieder. Stirb, Kartoffel. So. Der familienfreundliche Stream von nebenan. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt sind wir genau da, wo wir hin wollten. I think so. Und hier wird es bestimmt auch einen Schalter geben. Nein. Och. Junge. Okay, jetzt heben wir das alles an. Haben wir ein paar Screenshots gemacht. Die können wir nämlich dann schön für unsere VODs benutzen. Die Videos sind sogar schon hochgeladen. Die muss ich nur noch, klassifizieren, benennen und dann, zacki. So, wo sind wir? Wir sind da. Okay. Ja, kommen wir denn hier weiter? Eine berechtigte Frage. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe, hier hochzugehen. Die machen Freiflugschein. Na sowas, was haben wir denn hier? Einen Schrein der Macht. Yeah. Oh, bin ja ganz strubbelig. Na, ich muss mal wieder zum Friseur. Hier ist nichts. Komm her. Na sowas, hat er es geschafft? Komm, sei so blöd. Opfer. Komm, sei so blöd. So, Tür auf, Abkürzung. Sehr schön.
Safe Point! Okay, da gehen wir aber jetzt. Sollen wir da mal runtergehen? Ach komm, wir gehen da runter. Ist ja egal. Gehen wir da runter. Hui! Was sind das denn hier? Oh, das ist auch ein schönes Bild. Warte mal. So. Das ist das Schöne, wenn man am PC spielt. Man kann wunderbar hier Screenshots machen. Für seine VODs. Und da ich ja von dem Gaming-PC sozusagen Screenshots mache, hat man mein Gesicht und so hier nicht drin. Das ist sehr gut. Oh, geil, ein zusätzliches Lebenselement. Hui! I like it! So, mein kleiner Hops. Kommen wir da durch? Nee. Ach, ich bin ja auch blöd. Gehen wir da lang. So. Und das war ein guter. Da hauen wir nicht drauf. Das sieht aus, als wenn da ein Schalter ist wieder. Ist auch ein guter. Hier muss ein Schalter sein. Ne, der ist auf die andere Seite. Okay. Wir drücken erstmal hier den Knopf. Oder irgendwie so. Ah, wir müssen hier nach unten. Da muss was sein. Wir drücken diesen Knopf. Und lassen wir das Wasser rein. Da ist das nächste. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier einmal so, Stufen reinzimmern. Und los geht's. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. Denn wenn du schwimmst... Oh, ich müsste auch mal wieder schwimmen, ey. Da werde ich so losen. Ich habe es mal geschafft, ohne Probleme in einer Stunde 100 Bahnen zu ziehen. Das wär, aber nur im Brust. Nur im Brustschwimmstil. Und das hat... Ja, schon ein bisschen was her. Ja, wegen Corona konnte ich ja nicht großartig, ne? Na, jetzt wäre ich hier... Das nutzt mir aber nicht wirklich viel. Gehen wir hier lang. Gibt es hier eine Möglichkeit? Nein! Oh, hopp! Boah! Himmel! Tu doch einfach das, was ich mache. Was ich sage. So. Nochmal hier rauf. Aber hier war ich doch schon. Ja, hier war ich schon. Hier war ich schon. Das heißt, wir schwimmen weiter. Also echt, aber sehr clever umgesetzt, die Level. Ne, dass das eine so auf dem anderen aufbaut und dann ändern sich die Ebenen und was auch immer. Also das ist schon echt cool gemacht. Ja, da müssten wir langkommen. Irgendwie so. Ja, den haben wir auch schon erlegt. Ne, wir müssen da tatsächlich hoch. Ah, Safe Point. So, jetzt gehen wir hier rechts rum. Ja, wir können ja schwimmen.
Ey, das sieht alles so geil aus. Ich würde am liebsten alles fotografieren. Gut, da kommen wir nicht weiter. Meinst du, wir können hier runterspringen? Hui! Yeah, das können wir! Ah, Safe Point! Sehr schön. Okay. Ist das die Abkürzung? Das ist die Abkürzung. Die öffnen wir mal. Für den Fall, dass. Okay, der ist, ja. Der ist irgendwie schon tot. So. Schwupps. Sehr schön, haben wir das auch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Warte mal, was sagt denn der Wasserlauf? Der Wasserlauf sagt doch, ich komme doch da hinten lang. Sollen wir da mal probieren? Komm, wir probieren es mal. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. Oh, eine große... Ist das eine große Hand? Guck mal, die zeigt dir die Richtung. Ist das nicht cool? Eine große Steinhand. Da ist nix. Wie kommt man denn hier raus? Ich will hier raus. Da macht das keinen Sinn. Hier kommt man hoch. Warte mal, erstmal gucken wir hier. Was haben wir hier? Hier könnten wir, hätten wir rüberspringen können. Okay. Da hätten wir rüberspringen können. Erstmal gucken wegen Bösewichte. Jo, da sind Bösewichte. Was? Stirb, Kartoffel. So. Abkürzung. Sehr gut. Mhm. Safe Point. Jetzt müssen wir ja irgendwie wieder dahin kommen. Wir müssen ja irgendwie da oben hin. Superheldenlandung. So, da hoch. Dab, 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 dab. Einmal ein Loch eingemacht hier in die Tür. So.
Da hätten wir wieder hier den Weg. Warte mal, wer hat mich denn da angerufen? Gut. Dann, ach, was ist mit meinem Ohr, ey? So, wie komm ich denn daran? Das macht mich ja sowas von an. Ah, hier war der Save Point, okay. Ah, da war das. Da war das. Dum, 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 dum. So. Jetzt sind wir wieder hier und da muss auch was sein. Wisst ihr, ich habe ihn gesehen. Die haben sie versteckt. Gemein, wie sie sind. So, nochmal schnell was trinken. Gut. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Ah, da ist eine Höhle. Oh, was ist denn mit meinem Ohr? Ich habe das doch heute Morgen geputzt. So. So, den nehmen wir auch mit. Heute läuft's gut. So, mach mal Peace. Zack. Sehr schön. Gut. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. Aber wie? Gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten? Na, hier war nur die Abkürzung. Au! Ah, jetzt habe ich mir wehgetan. Scheiße. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr mit der nackten Ferse an dem Metallstuhlbein... Ach, nicht gut. Ich weiß, Weichei. So, dann wollen wir da nochmal gucken. Einmal da durch. Da war doch noch vielleicht linksrum was. Ne, hier ist gar nichts. Da ist eine Hand. Aber die nutzt mir ja erstmal nichts. Ah, das war hier. Dann gehen wir hier vorne nochmal raus. Und hier kommt man nicht weiter. Hier kommt man nicht weiter. Da oben ist noch ein... Und oh, wir sind ganz schön weit weg von da vorne.
So, was haben wir denn hier noch? Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, hier weiterzukommen. So, rauf da. Oh, das tat weh. Das tat weh. Ah, da geht's weiter. Ich wusste es doch. Ich versuche mal einen Doppelsprung. Oh, die kleinen Wichte. Gut, und jetzt müssen wir wieder dahin. Aber wir haben ja jetzt die ganzen Abkürzungen. Da sollte das eigentlich gar kein Thema sein. Kontrollierter Fall. La 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 la, ich bin ein Hopsi. So, hier haben wir die Save Point. Hier war die erste Abkürzung. Jetzt gehen wir da rum. Dann kommt da die zweite. Aus dem Weg. Da ist auch noch was. Okay, das holen wir uns auch noch. Wir versuchen es uns auch noch zu holen. So, da ist die zweite. Jetzt gehen wir mal hier... Rechts oder links? Wir müssen rechts. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Der paddelt nur mit einer Hand. Ja, hier ist doch super. Wow. Na, sag mal. So, weg mit dir. Gut. Oh, Save Point. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir mehr als richtig. Das war's. So. Bleib liegen, mein Freund. Die haben wir auch schon, aber wir sind ja hier hochgekommen. Stimmt ja. Stimmt ja, wir sind ja hier hochgekommen, dann da rum. Genau, da ist der Save Point. Was für ein Zufall.
Okay, wie geht das hier auf? Hm, wie geht das auf? Warte mal, Legende. Gesundheitskugeln erscheinen häufiger. Kleinen Moment. Soll ich das nachschauen? Okay. Dann gehen wir hier jetzt mal weiter. Guck mal, hier können wir schön klettern. Och. Hobby. Sehr gut. Ein geiler Sprung. Hey! Nein, nicht hauen. Ein Schmetterling. So, jetzt haben wir noch da hinten was. Was? Ich bin tot? Oh nee. Oh nee. Hat er mich getötet? Der fiese Möb. Och, Junge. Also da ist manchmal die Steuerung ein bisschen blöd. Aber das hängt vielleicht auch eher an dem Steuerer. So, hat er sich weggesprengt. Der fiese Möb. Oh je, wenn ich hier runterfalle. Dankeschön. So, nehmen wir die auch noch mit. Ausgezeichnet. So, jetzt müssen wir wieder da zurück. Und das kann man wunderbar hier rüber tun. So. Alle geplättet. So, mein Freund. Ja, dann gehen wir da lang, ne? Da ist nix. Oh, da unten ist noch ein Dings. Da unten ist noch so ein Durchgang. Gucken. Da unten ist irgendwie noch eine Höhle. Aber ich glaube, da waren wir schon. Was?
So. Einmal hier lang schwimmen. Da haben wir das. Wir haben doch hier irgendwo eine Treppe in den Stein gehauen. Hui, ein Wasserfall. So, wo sind wir jetzt? Hier. Ah, sehr gut. So kommen wir rüber. So kommen wir wieder rüber. Was sind das denn für welche? Das sind für komische Viecher. Blech, widerlich. Die machen so Giftwolken. Weg hier. Okay, da ist das nächste. Da ist das nächste. Aber da kommen wir ja jetzt nicht hin. Schnell weg. So, dann gehen wir hier lang. Wie viele kommen denn da? Oder ist das immer derselbe? So, jetzt ist Ruhe. Okay, jetzt gehen wir hier unten rum. Gut. Hier eine Treppe reinhauen. Sehr schick. Gut. Was gibt's hier? Ups. Würde man sagen, da bin ich tot, ne? Oh nein! Oh shit, ich bin hier. Ich habe keinen Save Point gemappt mehr. Ah. Ärgerlich. Ärgerlich, kein Save Point. Hier ist die Abkürzung. Was? Na, die siehst du nicht hinter den Bäumen. Die nehmen wir auch noch mit. Noch ein Schmetterling. Gib mir einen Namen. Gib mir Tiernamen. Schmetterling. Gib mir böse Tiernamen. Böser Schmetterling. So. Kommt man da geradeaus noch weiter? Wir gucken mal, ob wir da weiterkommen. Ne, da kommen wir nicht weiter. Okay. Ernsthaft, bin ich tot? Och nee, bin ich jetzt festgeglitscht oder wie?
Na, aber ich bin tot. Okay. Ah, Mann, 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 ey. Mach Sachen, ey. So, wie komme ich denn jetzt idealerweise zurück? Ich könnte natürlich auch eine Schnellreise nehmen, wenn ich so einen Point finde. Da ist einer. Und da ist einer. Könnte man da vielleicht probieren? Warte mal. Ich schwimme mal hier rüber. Dann könnte man vielleicht eine Schnellreise nehmen. Oh, hallo Herr Schildkröte. Nett, dass Sie hier sind. Schön, dass wir uns begegnen. Ja, hier können wir runter. Komm in meine Arme. Oh, einmal durchknuddeln. Juhu, dankeschön. Ich würde sagen, da wurde ein Knopf getriggert. Den muss ich doch mal drücken. Safe Point. Ah, hier ist eine Schnellreise. Sehr gut. Da ist nämlich nichts mehr. War ich hier unten schon? Sollen wir da mal runtergehen? Wir haben jetzt gerade ja den Safe Point. Safe Point. Ist hier eine Höhle? Das sieht aus wie eine Höhle. Sollen wir da mal reingehen? Komm, wir gehen da mal rein. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Okay, da geht gar nichts. War ich hier schon? Ich weiß das nicht. Ich glaube, hier waren wir schon. Nee, kann ja nicht, sonst wäre ja der. Sonst hätten wir ja den Schnellreisepunkt da schon gehabt. Nee, das kann nicht sein. Nee, nee. Hier können wir noch nicht gewesen sein. Sonst hätten wir da oben den Schnellreisepunkt noch nicht gehabt. Ach Gottchen, Junge, konzentrier dich. Aber mehr gibt's hier nicht. Hm. Okay. Mehr gibt's hier nicht. Na schön. Dann gehen wir jetzt in die Schnellreisebox. So.
Okay, da sind wir. Und nachher gehen wir mal zur Werkstatt. Wenn wir das nächste Ziel erreicht haben, dann gehen wir mal zur Werkstatt. Weil wegen, ne, zur Sicherheit. So, dann gehen wir hier mal hoch. Hier soll auch noch so ein Roboterkumpel sein. So. Ach, hier sind wir. Ich will doch nur springen. So, jetzt haben wir ihn. Noch ein Arc-Reaktor für unsere Sammlung. Gut. Save Point. So. Da sind die Fischis. Wasser. Sollen froh sein, dass die Fische sollen froh sein, dass sie jetzt so viel Wasser haben. So, weg mit euch. Guck mal, da soll auch noch was sein. Auf da. So, mein Freund, gib mir dein Herz. Okay, das geht nicht. Dann müssen wir hier raus. Gut, das haben wir alles. Das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder zurück, ne? Hier zu dem Punkt. Das ist eine gute Idee. Stellen wir halt nur die Frage, wie am besten. Ich glaube, wir gehen am besten darüber. Gehen wir da raus. Hier hoch. Und dann kommen wir hier außen rum, glaube ich, ne? Ja, von hier außen.
Da ist, meine ich, zu, ne? Na, hier ist zu. Hier ist zu. Dann müssen wir hier rumgehen. Jo. Ja. Flups. Gibt's hier nicht irgendwo einen Aufstieg? Ah, da. Nee, ist auch kein Aufstieg. Ist hier ein Aufstieg. Aber dann kommt man von hier aus rüber. Ah. So. Ah, und jetzt müssen wir da unten rum. Und ich hoffe mal, dass die Abkürzung auf ist. Ja, selbstverständlich ist sie auf. Sehr gut. Und damit wären wir... Wären wir... Hui! Okay, das geht nicht. Dann gucken wir. Hier wird ja wohl irgendwo ein Aufstieg sein. Gucken wir da. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir hier noch hoch. Gut, hier könnte man noch was machen, aber ich habe jetzt keinen Stein dafür. Wir machen mal eben den Save Point nochmal aktivieren. Sonne, Mond und Sterne. Nein, nicht darunter. Oder? Na doch, eigentlich müsste ich darunter, ne? Eigentlich doch müsste ich darunter. Aber ich komme hier nicht. Hä? Muss ich da vielleicht außen irgendwie rum? Nee. Oder doch, weil ich jetzt schwimmen kann? Ah, das könnte sein. Na, neues Fortbewegungselement. Wasser. Na komm, stoß zu. Entschuldigung. Ah. So, guck mal hier. Ja, jetzt sind wir genau hier. In dieser Röhre. Gut. Wasser. Übrigens, Wasser, eine sehr gute Idee. Bin sofort wieder da. Kleinen Moment.
So, da sind wir wieder. Ich hatte gerade so ein Geräusch hier. Ich dachte, was macht mein PC für komische Geräusche? Aber da habe ich festgestellt, nein, es ist unser besagter Gartenpfleger, der nebenan gerade Rasen mäht. Ah, Safe Point. Hau ab! Okay, hier gibt's nix. Manchmal lohnt es sich ja, da mal vorbeizuschauen. Ah, hier geht's weiter. Oder? Yeah. Also kommen wir wieder zurück. Nee. Doch. So kommen wir wieder zurück. Nee. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Oh. Wo ist das denn hier? Ist das dieses Ding hier? Nee. Muss man das jetzt verstehen? Dann gehen wir da unten mal lang, mal gucken, was passiert. Nein! Nein, 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 nein! Einmal. Scheiße. Boah, Mist. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen Lebensenergie looten. Gut, dass ich diesen einen Skill habe, dass mehr von diesen Energiebällchen kommen. Na, guck mal. Ah, wieder Leben voll. So. Okay, das Ding ist blockiert. Wartet mal. Das Ding ist blockiert, okay. Wo komme ich denn hier hin? Das erkunden wir mal, hä? Lass mich in Ruhe. Will das erkunden hier. Hep. Oder hopp. So, mein Bester. Ah, da hinten. Da hinten. Aber wie kommen wir da denn hin? Sollen wir mal probieren, ob wir wieder hinkommen? Wir probieren es mal.
Nö, da kommen wir nicht rum. Aber vielleicht kommen wir hier unten runter. So. Du. Aber was ist hier? Hier ist ja gar nichts. Ich verstehe nicht so ganz, wo ich hier jetzt lang soll. Weil laut deren Aussage ist mein Ziel genau hier. Da komme ich auch nicht lang. Okay, hier ist lauter Glibber. Ja, gut, das bringt mir hier aber nichts. Cool. Untergrundmethoden. Und damit kommen wir genau hier hin. Zack. Weg mit dem Glibber. Und noch ein Schmetterling. Sehr schön. Das heißt, hier ist jetzt alles ready. Geil. Da ist noch ein bisschen Glibber hier. Aber da könnte man eigentlich auch mal gucken, oder? Kompliziert dürfte das ja eigentlich nicht sein. Wir müssen einmal dieses komische kleine Ding da finden. Diesen kleinen Freund. Und dann können wir das Teil zerstören. So, jetzt sind wir hier. Save Point. Haben wir nicht hier irgendwo... Ah doch, da oben muss einer sein. Schnellreisepunkt. Okay. Und einmal beamen. Und da haben wir auch einen Schnellreisepunkt. So, jetzt gehen wir da lang. Aber jetzt würde mich schon interessieren, wo haben wir denn noch hier Glibber? Da unten ist auch noch Glibber. Ja, hier haben wir noch ganz viel anderes Zeug. Aber das könnten wir uns alles mal antun gleich, wenn wir auch zur Werkstatt zurück wollen. Da ist unser großes Auge. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch den kleinen Freund suchen.
Der muss ja hier auch irgendwo im Umkreis sein. Safe Point. Guck mal, da ist auch noch was. Sollen wir da mal eben gucken gehen, wenn wir schon mal hier sind? Scheiße! Das ist eine gute Idee, hau die. Ein paar Lebensenergiebällchen. Aha. Die fiesen Huberts. Jetzt kann ich ihn besiegen, glaube ich. Kann ich ihn nicht besiegen? Was soll der Blödsinn denn? Wieso kann ich den nicht besiegen? Haut euch gegenseitig, das finde ich in Ordnung. Haut euch gegenseitig auf die Mütze. Oh, was ist denn hier? War ich hier schon mal? Cool. Hier gibt's was. Erhöht Gesundheit, langsame Energiewiederherstellung. Geil. Fähigkeiten. Ah, das muss ich im Dings machen, in der Werkstatt. Okay, rauf hier. Weggebounced. Weggebounced. Ciao. Ah, hier ist wieder so ein Nest. Muss ich ja irgendwie besiegen können, oder? Ich muss nur irgendwie da hochkommen. Ich muss nur irgendwie da hochkommen. Du bleibst hier. Komme ich da hoch? Ich muss da irgendwie da hochkommen. Thank you.
Komm her, mein Freund. Kuckuck. Komm her. Kann ich das Ding denn zerstören? Das muss doch irgendwie möglich sein, oder? Mal auf die Karte gucken. So. Haben wir da mal drauf. Okay, da kommen wir erstmal nicht bei. Aber das hier wäre echt interessant, den hier fertig zu machen. Obwohl, vielleicht muss ich auf die andere Seite. Wir schauen mal. Wir werden hier bestimmt eine Gelegenheit finden. Save Point. Leider. Noch ein Save Point. Jetzt kommen wir langsam wieder in das grüne, in das lilane Glibberzeugs. Jetzt müssen wir unbedingt mal so einen Knaben hier suchen. So einen kleinen Freund. Hier ist nix. Hier muss es doch irgendwo so einen kleinen... So einen kleinen Freund muss es doch hier irgendwo geben. Wow. So. Irgendwo muss es hier doch einen kleinen Freund geben. Jetzt bin ich hier. Na gut, aber hier ist jetzt wieder nichts. Jetzt bin ich hier einmal durch. Mein Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit husten. Einmal verschluckt. Ich trinke nochmal einen Schluck. Prost. So. Warte mal. Sieht man den vielleicht von hier aus? Okay, unbefriedigend. Aber wir gucken trotzdem mal hier unten. Was ist denn das da unten? Warte mal. Ach, das ist auch so eine Rohrpost, ne? Ne, komme ich nie durch. Ja, warte mal. Na, hier komme ich nur dran vorbei. Na, hier kommen wir jetzt wieder zu diesem Ding. Ja, okay. Aber wir müssen doch irgendwo hier dieses komische Tierchen finden, was da so eingesperrt ist. Wartet mal.
So. Ah, hier. Haben wir noch ein Herz? Yes. Gut. Ja. Okay, wir können ja, wir können, wir sollten. Ach komm, wir gehen zurück. Und dann schön in eine... Oh, wo kommt man denn hier hin? Ach, das ist das hier. Nein, das ist es nicht, das ist was anderes. Was ist denn das hier? Cool, jetzt bin ich genau hier. Ja, ihr explodiert da ruhig mal. Der rennt auch schneller als ich. Scheiße. Schnell weg hier. So. Ja gut, da ist jetzt dieses Ding. Aber mir fehlt ja noch die... Mir fehlt halt noch das Ding, was den Schutzschild knackt, ne? Dieses kleine Gesangstalent, ne? Da kommen wir darüber. Haben wir es vielleicht auf der Seite gehabt? Hey, lass mich in Ruhe. Ich sehe ihn aber auch nirgendwo, ne? Den kleinen netten Kerl, der auch meinen Schutzschild oder den Schutzschild da knackt. Na gut, wollen wir uns mal ein bisschen leveln? Komm, wir leveln uns mal ein bisschen. Gehen wir mal zurück zur Werkstatt. Ist, glaube ich, hier, ne? Jo. Ja, hier ist die Werkstatt. Sehr schön. So, gehen wir erstmal hier rein. Alte Tracht. Wiederherstellung. Okay. Wir nehmen alte Tracht auf jeden Fall. Erhöht Gesundheit, verlangsamt Energiewiederherstellung. Genau. Jo. Erhöht Schlagschaden. Kraftschlag lädt sich schneller auf. Okay. Das klingt auch gut. Erhöht Schlagschaden. Zornschlag nehmen wir auch mit. Okay, das reicht.
Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Schwert wiederherstellen können. Yeah. Juhu! Können wir noch was machen? Super. Geiles Schwertchen. Geil, Schlagschaden. Guck dir mal die riesen Machete, mit dem der kleine Hopp jetzt hier durch die Gegend hopst. Okay. Hey Flo, ich habe meinen ersten Follower. Was hast du? Muss er aufpassen. Es gibt auch viele Bots, die da unterwegs sind. Das heißt, ja, das Problem ist, wenn du bei denen auf die Profile klickst, können die deine IP abfischen zum Beispiel. Das kann passieren, tatsächlich. Ja, das kann aber passieren. Dann gibt es so automatisierte Programme, nennt sich Bots, ne, die dann, sag ich mal, den Follow auslösen, einfach um dich dazu zu bringen, auf sein Profil zu klicken, und dann könnten die deine IP abfischen und dann könnte es sein, dass sie damit das ein oder andere Böse vorhaben. Das kann passieren. Also nicht draufklicken, weil wenn es ein echter Follower ist, der dich irgendwie kennt oder was auch immer, der würde sich natürlich auch im Chat oder sonst wie, würde er sich bemerkbar machen, dass er da ist. Ne, also, ein bisschen aufpasse. Gut. Sollen wir mal hier rechts lang gehen? Komm, wir gehen mal hier rechts lang. Ich will dieses Herz auch noch haben. Das Herz sieht auch sehr cool aus. Aber inzwischen... Ah, geil. Guck mal, das Schwert wird immer besser hier. Guck dir mal diesen riesen Säbel an hier. So, hier muss gleich irgendwo das Herz kommen. Was bist du für einer? Ey, du bist ein Roboter. Achso, der hat Pflanzen in der Hand. Ey, geil, das ist ein Gärtner. Ein Gartenroboter. So, apropos Garten, ich darf gleich Mutterboden holen. Ist das nicht toll? Freue ich mich richtig drauf. Mutterboden. Gut, 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 gut. Oh, die Maus wegtun. So, was haben wir da jetzt? Ach, da müssen wir lang. Gut. Ah, hier ist ja dieses... Okay. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Geht mir aus dem Weg, ihr fiesen Möps. Ich will doch nur dieses Herzchen hier haben, Mensch. Oh! Die haben mich zerstört. Sauerei. Wie kriege ich denn da an... Wie komme ich denn da an das Herz ran? Muss ich vielleicht von hier oben irgendwie rankommen? Das wäre durchaus... Warte mal. War das nicht ein Hinweis jetzt hier? Dass man eventuell da oben hoch kann? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck mal, wie ich da hochkomme. Da geht's nicht. Weil das sieht eventuell aus wie ein Hinweis hier, dass man sieht, ah, man kommt da rüber. Ah, vielleicht von hier. Aber hier ist auch kein, hier ist auch das Herz nicht. Da ist das Herz, ich seh's. Es ist zum Greifen da. Und doch so fern. Och, bin ich ein Depp. Nochmal.
Ist hier was? Nö. Außer, dass ich wieder zu doof war und da runtergesprungen bin. Ja, danke schön. Jetzt habe ich eine Watsche dafür gekriegt. Das ist auch richtig so. Weil wer so doof ist wie ich, der verdient das auch. So, rauf da. Aber hier bin ich auch nicht richtig. Da komme ich auch nicht dran. Sag mal, ich komme an viele Sachen einfach nicht dran. Was soll der Quatsch? Wir könnten natürlich auch hier unten mal gucken. Ja, komm, gehen wir zurück. Hui! So, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Hier war zum Beispiel auch ein Herz. Das sieht man. So. Hinauf. Jetzt müssten wir gleich wieder an der Werkstatt sein. Jupp. Da kommt gleich die Werkstatt. So, jetzt müssen wir hier ein Stück hoch. Und dann müsste man hier schon wieder runterkommen. Ja. Ja, und hier ist nämlich der Rüstungsteil. Oh. Na, gedrückt halten. Hier ist ein kleiner Robot. Robby Robotik. Aber weiter kommt man hier nicht. So, da müssen wir. Wir müssen da rum. Wir müssen irgendwie hier durch. Ich würde schon ganz gern so diese Teile da platt machen und hier alles schön wieder entviolettisieren. Und da das ziemlich am Anfang ist, muss es ja jetzt wohl nicht so schwer sein, oder? So, von hier kommen wir jetzt rüber, ne? Obwohl, nö. Ich muss doch dahinter kommen. Das ist doch nicht wahr. Es sei denn, ich muss wirklich springen. Sollen wir es mal probieren? Also sonst würden wir ja wieder hier rauskommen. Wir probieren es mal. Wir springen einfach mal. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wo wir landen. Ich würde mal sagen, tot, ne? Hänge ich hier jetzt fest? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. So, da ist noch eine Dingens. Eine Motte, die muss ich aber wieder freischalten. Da kriege ich ein paar vor die Mütze. So. Hier ist schon mal Strömlinge. Ah, zumindest sehr friedlich. Nachdem ich alle Bösen schon
weggemessert habe, weggesäbelt habe. So. Ich muss doch irgendwie dieses lila Zeug da wegkriegen können. Aber dazu brauche ich wieder diesen kleinen singenden Knaben. Dieses kleine singende Knuddeli. Genau. Jetzt bin ich hier. Save Point. Ja. Ich muss auch dieses lila Zeug hier irgendwie besiegen können hier. Dazu suche ich aber jetzt unbedingt nochmal diesen... Was ist er denn? Der muss ja hier irgendwo rumdüsen. Der muss ja hier irgendwo rumhängen. Hier vielleicht? Och, Junge. Hopp. Bitte nochmal. So. Nein. Nein. Och. Ernsthaft. Da hat das Spiel mich runtergeschubst, weil ich da nichts zu suchen habe. So. Hallo? Warum gehst du nicht? Ich kann mich nicht festhalten. Wieso nicht? Ach so, weil meine Energie alle ist. Ah, okay. Da ist er. Lass ihn frei. Obwohl, ich bin ja blöd. Ich habe da oben noch nicht alles abgelootet. Vielleicht war da noch was. Guck mal hier, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Self-destruct. Okay. So, weg mit dir. Na, guck mal, läuft doch. Ah, sehr schön. Guck mal da, kriegen wir noch einen Schmetterling. Eine Motte. Motra. Okay, alle tot. Obacht, alle tot. So. Sehr gut. Jetzt können wir auch nochmal nach der einen Motte da gucken. Jetzt haben wir wieder alles schön gemacht. Hier alles schnucklig. Alles knuffig. Komme ich denn da hoch nochmal? Gehen wir erstmal hier rüber. So, dann hier durch. Hier waren wir schon. Aber wir müssen noch ein Stück hier. Noch einen weiter. Gehen wir noch einen weiter. Jetzt muss es die ja gleich hier geben.
Da oben ist was, aber wie kommen wir denn da hin? Hm. Da oben ist ein Beamer. Ein Warper. Kein Wopper, sondern ein Warper. Nee, hier kommt man aber nicht lang. Wir könnten es höchstens nochmal von hier probieren. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Obwohl, warte mal. Warte mal. Ne, hier kommen wir auch nicht hoch. Dann gehen wir Also ich verlaufe mich hier immer. Navigation ist echt übel. So. Ja klar, jetzt ist das alles weg. So, und jetzt haben wir hier drüben noch eine nette kleine Motte. Ja, laufen wir jetzt Laufen wir jetzt genau drauf zu, ne? Dazu muss ich aber irgendwie da hoch. Das Problem ist echt, ich kann die Kamera nicht schwenken. Ne? Das macht die Sache ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Das macht die Sache dann schon ein bisschen anspruchsvoller, weil du musst da wirklich in jede Ecke reingucken. Ne? Okay, das geht nicht. Komme ich da durch? Nein. So. Kommen wir hier rum? Na, das könnte klappen. Na, das könnte klappen. Ich weiß nur nicht, ob dann jetzt nicht irgendwelche Büsche oder so im Weg sind. Aber man muss da ja irgendwie reinkommen. Gibt's doch sonst nicht. Dann sind wir wieder genau an der Stelle hier. Ey, jetzt haben wir das schon aus dem Weg geräumt und wir kommen da immer noch nicht ran. Muss man hier eventuell irgendwie springen oder so, aber... Na, hier ist auch nur eine Schmiede, wo man wieder ein bisschen was bekommen könnte. Guck mal, da steht auch noch so ein Schrein. Sollen wir da mal vorbeigehen? Jetzt links rum. Das ist wie so ein Irrgarten. Da liegst du auf einmal hier vor der Wand wieder. Läufst du einmal vor der Wand. Thank you.
Ja, zeig deine Zähne. Was mit meiner. Was ist denn das jetzt? So. Nochmal. Krieg erstmal eine Watsche. Ja, meine Energie war alle, deswegen konnte ich mich nie mehr teleporten. Oh, hier waren wir auch schon. Ah, hier waren wir schon. Ja, ja, klar. So. Wo bist du? Danke. So, komm her. Hau rein. Komm. Versuch's nochmal. Sehr gut. Passt. Hier unten ist noch ein Schrein, aber wie kommen wir denn da rein? In den Schrein? Das ist eine fantastische Frage. Wie kommen wir rein in den Schrein? Sieht aus, als wenn wir da gar nicht reinkommen. Irgendwie muss es ja gehen. Oh, da sind ein paar Rehe. Ein paar scheue Rehe. So. Okay, ich hätte gesagt, wir speichern mal. Wenn wir das nicht schon gemacht haben, automatisch. Ich muss nochmal an so einem Savepoint nochmal ran. Wollen wir einen Savepoint? Ah, das kann ich ja nicht sehen, scheiße. Aber wir sind jetzt hier oben. Vielleicht kommt man von hier aus noch an die... Da ist ein Savepoint, sehr gut. Nee. Na schön. Gut. Dann gehen wir mal eben zurück. So, dann hätten wir für heute Vormittag unser Tagesziel ja erreicht. Wir haben 12 Uhr, ich muss noch ein bisschen was tun. Und wir suchen uns jetzt noch einen netten Raid. Und denkt dran, heute Abend ab 19 Uhr machen wir natürlich mit Deathloop weiter. So, dann haben wir den Colt für alle Fälle, ne? Sehr gut. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Tweech? Wo ist der Tweech? Zurück zu Tweech. Haben wir noch irgendwo einen netten kleinen? Wer ist sie denn? Gucken wir da mal rein. Dysticat. Happy Friday mit Kaffee und viel Flausch. Okay. Ja, wir gehen mal rüber. Wir gucken mal, was da drin so los ist, ne? Ja, das machen wir mal. Mal schauen.
Okay, sie macht's ohne Webcam. Egal, wir gucken mal. Ich find's eigentlich immer sympathischer, wenn man die Webcam sieht, aber gut. Nein, da schreiben wir nichts rein. Wir machen das hier. So. Oh gut, dann sehen wir uns heute Abend 19 Uhr zu Deathloop mit dem Colt für alle Fälle und mit mir natürlich. Und bis dann, macht euch einen schönen Freitag noch, ne? Bis da, bis nachher. Ciao. So. Dann gehen wir jetzt mal eben rüber da, ne? Bis dann, tschüss.